Ja, da mich jetzt schon sehr, sehr, sehr viele gefragt haben, wie ich das mache mit den Getrieben, ne? Und weil wir vorhin im vorherigen Video über den M4 gesprochen haben und dann ist ja auch um den Punkt Getriebe, wie man das einstellt, habe ich jetzt erstmal hier ein kleines Video für euch. Und dann starten wir auch erstmal damit. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, das ist ein neues Video. Heute geht es um Getriebeeinstellung. So, und wie machen wir das am besten? Und zwar, wir gehen erst einmal auf unsere Fahrzeugeinstellung. Ich zeige euch das jetzt mal anhand des Porsches. So, da gehen wir folgendermaßen hin. Voll anpassbares Getriebe, normal. So, wir stellen das Getriebe komplett auf Standard zurück. So, also normales Getriebe und dann wieder ein voll anpassbares Getriebe wählen. So, dann nehmen wir uns unseren Taschenrechner. So. So, dann nehmen wir uns unseren Taschenrechner hier und das geht dann folgendermaßen. So, den ersten Gang stellen wir erstmal ganz nach rechts. Patz. So, zweiter Gang. Zweiter Gang gehen wir hin. Und da fängt die eigentliche Rechnung an. Und zwar, wir rechnen den Maxwert, also das ist der Wert rechts, die 2,093. Tippen wir ein, 2,093. Und rechnen das minus des Mindestwertes. Also 1,702. 1,702. Ganz wichtig zu beachten, ist gleich. Und das Ergebnis, was wir hier haben, rechnen wir dann durch 10. Das ergibt dann 0,0391. So, dieses Ergebnis rechnen wir mal 2. Im zweiten Gang rechnen wir mal 2. Im vierten Gang, nein, im zweiten Gang rechnen wir mal 2. Im dritten Gang mal 4. Im vierten Gang mal 6. Im fünften Gang mal 8. Und der sechste ist was ganz Besonderes. Da kommen wir gleich zu. So, auf jeden Fall mal 2 sind gleich 0,0782. So, die rechnen wir plus des Mindestwertes. Also rechnen wir auf den Mindestwert drauf und kommen dann auf 1,78. Null, nee, 1,7802. So, jetzt haben wir aber nur drei Nachkommastellen. Was machen wir da am besten? Wir runden. Wir haben jetzt hier eine 2, die wird einfach abgerundet, also kommen wir auf 1,780. Und jetzt stellen wir hier auf 1,780. So, der zweite Gang ist jetzt schon mal fertig. So, dritte Gang. Genauso wie bei den anderen auch vorhin, 1,631 ist der Maxwert, minus 1,397 ist gleich 0,234. Das wird geteilt durch 10 gerechnet, ist gleich, so, mal, wer hat aufgepasst? Richtig, mal 4. So, dann haben wir hier die 0,0936 stehen. So, die werden jetzt einfach auf den Min-Wert, also auf den Mindestwert, also die 1,397 aufgerechnet, kommen wir auf 1,4906. Hier müssen wir wieder aufrunden, also 6 wird eine 1 draus. Also 1,491. 1,491, da müssen wir nicht groß lang tippen. Fertig. Vierter Gang. Wie folgt: 1,351 minus 1,202. Ne? Maxwert minus Mindestwert ist gleich, das Ergebnis geteilt durch 10 ist gleich 0,0149. Das rechnen wir dann mal 6. Das ergibt gleich 0,0894. Was dann wieder auf den Min-Wert aufgerechnet wird, kommen wir bei 1,2914 raus. Hier müssen wir wieder runden, also 1,2914.
1,291. Die stellen wir hier auch ein. 1,291. Fertig. Haben wir das. Jetzt geht es im fünften Gang an Kragen. Und zwar 1,178 minus 1,084 ist gleich 0,089. So. Das wird durch 10 geteilt. Ist gleich 0,0089 mal 8 ist gleich 0,0712. Wird wieder auf den Mindestwert aufgerechnet. Ist gleich 1,1552. Wieder runden, also 1,155. So, ganz, ganz wichtig zu beachten, wenn wir die Dinger eintippen, wirklich so eintippen, wie es da steht, mit Komma. So, sechster Gang ganz nach rechts. So, und jetzt stellen wir hier über den höchsten Gang, weil viele kommen dann immer an und so, und jammern dann rum so, ja, aber was ist mit dem höchsten Gang, du musst doch den höchsten Gang noch einstellen. Ja, Moment, chill. So, dazu kommen wir nämlich jetzt. Über den höchsten Gang stellen wir dann die Geschwindigkeit ein, wie wir die für die jeweilige Strecke halt haben wollen. So, in dem Falle sagen wir jetzt einfach mal 260. So, passt. Beziehungsweise ich habe den höchsten Gang jetzt auf 4,337 eingestellt. So. Das passt auch soweit. Ne? Ich zeig's euch jetzt einfach mal ganz kurz. Wir haben ein sehr schönes, schnelles Getriebe. Sitte, wunderbare Beschleunigung, nichts zu kurz, schön übergreifend ineinander. Mir geht hier gerade die Pedalerie fliegen, beziehungsweise der ganze Tisch verschiebt sich. Ich habe zum Beispiel hier zu kurz gedreht. 260 ist zu kurz, also müssen wir das auf 270 hochdrehen. Dann drehen wir das Ganze jetzt nochmal was höher, das Getriebe. Ach ja, auch ganz wichtig, Höchstgeschwindigkeit, also automatisch Höchstgeschwindigkeit in Ruhe lassen. Die juckt uns erstmal nicht. Machen wir auf 4,088, also 2,75. Dann haben wir nämlich noch ein bisschen Windschattengeschwindigkeit. Sorry, musste leider ein kleiner Cut sein, weil irgendwie gab es hier Probleme mit der Technik. So, weiter geht's. Das probieren wir einfach mal aus, wie das jetzt passt.
Es ist halt eine Zicke. So, Getriebe passt jetzt von der Länge. Perfekt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und ein Abo hier da, irgendwo da unten. Könnt ihr kostenlos abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und immer up to date seid mit den neuesten Sachen von Gran Turismo, weil hier werden jetzt demnächst noch mehr Gran Turismo Videos erscheinen. Unter anderem wird gleich im Anschluss direkt noch ein Video kommen zu Gran Turismo, und zwar geht es sich da um das jetzt neue Update, was da jetzt gekommen ist, so die Eindrücke und so weiter und was noch kommen wird bei Gran Turismo Sports. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Video dabei. Ich hoffe, ich hoffe, das Video konnte euch helfen und weiterbringen. Und damit sage ich dann erstmal ciao und haut raus.